italienische Dialektologie. Und das, was uns heute eben interessiert, ist das Ladinisch-Friaulische. Das Ladinisch-Friaulische habe ich deshalb an den Schluss gestellt, einmal, weil wir dann wieder so einen Bogen nach Norditalien machen und dann eben tatsächlich so einen Kreis gebildet haben. Und weil es eigentlich diejenige Varietät Italiens ist, die man am schlechtesten einordnen kann. Also es geht ja um romanische Sprachen, die außerhalb des italienischen Dialektkontinuums stehen. Und da ist beim Sardischen eigentlich Einhelligkeit, dass das nicht da reingehört. Wo wir ja eben gesehen haben, dass es eben auch Übergangsphänomene gibt vom Sardischen zum italienischen Dialektkontinuum. Und das andere ist das Ladinisch-Friaulische, was nicht wirklich in das italienische Dialektkontinuum passt. Oder vielleicht auch doch, müssen wir dann sehen. Italienisch meistens Ladino Friulano genannt oder auch inzwischen häufig auch die Eigenbezeichnung Furlan statt Friulano verwendet. Ich habe aber auf Deutsch dann Friaulisch beibehalten, so ein bisschen so die traditionelle Bezeichnung ist. Sind eben die Dialekte des Friauls, sondern der Gegend, die eben Friaul heißt, auch auf Deutsch so heißt. Und manche, wenn man jetzt guckt, ich glaube in der Wikipedia steht, glaube ich, furlanische Sprache oder so, aber das ist so ein bisschen seltsam. Also Friaulisch liest man eigentlich in der humanistischen Literatur in der Regel. Dann gibt es natürlich noch andere romanische Sprachen in Italien, das Okzitanische. Das ist aber eben galloromanisch und es wird meistens dann behandelt, wenn man sich mit den Sprachen Frankreichs beschäftigt, weil es ja nur ganz wenig Okzitanisch noch in Piemont gibt. Und das Franco-Provenzalische, das hat natürlich den Vorteil, dass in Italien wirklich lebendig ist, im Austertal, während es in der Schweiz und in Frankreich entweder schon ausgestorben ist oder noch vom Aussterben bedroht ist. Und in Italien lebt es also noch. Und dazu kommt eben als Hochsprache, also als Sprache für Außenkontakte und Schriftsprache in dem frankoprovenzalischen Sprachgebiet in Italien, also im Austertal, noch das Französische, was natürlich auch eine romanische Sprache ist. Aber das ist eben nur die Sprache der Außenkommunikation im Austertal. Also heute das Ladinisch-Friaulische, das soll im Mittelpunkt stehen. Und ein Grund, warum man das gerne eben außerhalb des italienischen Dialektkontinuums sehen möchte, ist eben auch darin begründet, dass eigentlich der Hauptdialekt dieser Gruppe, die Gruppe heißt nämlich Rätoromanisch, Ladinisch, Friaulisch, also innerhalb der romanischen Sprachen, der ist halt gar nicht in Italien, sondern in der Schweiz, das sogenannte Bündnerromanische, auch Rätoromanisch genannt. Italienisch Rätoromano. Auf Deutsch sagt man inzwischen, glaube ich, nicht mehr so häufig Rätoromanisch, sondern eher Bündnerromanisch. Mit den beiden Unterdialekten oder Dialektarealen, das sind natürlich wieder Continua, die sich eben auch von Ort zu Ort verändern. Aber man teilt das normalerweise ein in das Engadinische auf der einen Seite und das Surselvische auf der anderen Seite. Ja. Dann eben im Zentrum das Dolomiten-Ladinische, das ist natürlich schon in Italien, in den Dolomiten, Ladino Dolomitico. Das heißt zwar auf Italienisch Ladino, auf Deutsch Ladinisch, man darf es aber nicht mit Ladino verwechseln, das ist auch noch eine weitere Sprache, die so heißt, nämlich mit Ladino wird meistens eine Varietät des Judenspanischen genannt, bezeichnet, nämlich die eher für kultische Gelegenheiten verwendet wird. Das ist nochmal auch ganz kompliziert beim Judenspanischen, wie man das nochmal unterteilt. Da gibt es verschiedene Varietäten und eine davon wird häufig als Ladino bezeichnet und das führt natürlich dann dazu, dass man hier Sachen verwechseln kann. Also damit hat es überhaupt nichts zu tun. Ausnahme, dass eben Judenspanisch auch romanisch ist. Aber das Dolomiten-Ladinische ist also hier der autochthone Dialekt in den Dolomitentälern, der eben auch romanisch ist. Und die dritte Untergruppe dieses Dialektkontinuums, das man als rätoromanisch-ladinisch-friaulisch bezeichnet, manchmal auch nur als rätoromanisch-ladinisch,
das Friaulische mitverstanden. Oder wenn man sich nur auf Italien bezieht, wird es eben manchmal Ladinisch-Friaulisch genannt, das Rätoromanische mitverstanden. Also das dritte ist eben das Friaulische, Friulano auf Italienisch, Furlan auf, oder Furlan auf Friaulisch selbst, das sich dann natürlich auch wieder unterscheidet in Westfriaulisch, Zentralfriaulisch, Ostfriaulisch und Karnisch oder Carnico, was davon noch ein bisschen getrennt ist. Das ist halt ganz an der Grenze zu Slowenien. Da gibt es so ein Gebiet, was nichtsprachig ist, wo es Leute gibt, Gemeinden gibt, die sind überwiegend Slowenisch und andere, die sind Friaulisch und wieder andere, die sind Italienisch geprägt. Ja, das Dolomiten-Ladinische liegt zentral davon und liegt natürlich in den Dolomiten, also in einem Gebiet, was sehr stark geophysisch aufgeteilt wird in einzelne Täler. Ja, ist ja klar, es ist im Gebirge und da können Sie schon denken, was da passiert. Da gibt es natürlich eine große dialektale Vielfalt. Und das Dolomiten-Ladinische ist in der Tat sehr vielfältig. Ich habe hier die Dialekte auch mal alle aufgelistet. Es gibt gleich auch noch eine Karte dazu, dass Sie ungefähr sehen können, wo das liegt. Ja, wir haben mal zwei Untergruppen, die zentralen Dialekte, die auch alle so ein bisschen aufeinander liegen. Und dann noch die peripheren Dialekte am Rande des Sella-Gebietes. Sella ist ein Sella-Joch, kennen Sie vielleicht, vom Skifahren oder so. Also ein praktisch das Hauptgebirge der Dolomiten. Und da ist natürlich die Zersplitterung besonders groß. Und da gibt es halt noch so ein paar periphere Dialekte, Dialekte von Calore und die bellunischen oder bellunesischen Dialekte am Oberlauf des Calorevole. Das ist ein kleiner Fluss. Und er ist ein Art Gebirgsbach. Rocca Pietore, Caprile und Allegre sind die Ortschaften. Das sind halt Ausreißer. Ja, das zentrale Gebiet unterscheidet sich in die Dialekte des Gardatals. Die heißen auf das Gardatal, hier habe ich immer in eckigen Klammern die Ortsnamen auf Einheimisch, also in der ladinischen Form. Valvadia. Oder wie Valvadia. Valvadia, genau. Valvadia. Also nicht Valvadia. Valvadia. Entschuldigung. Und dann habe ich in runden Klammern nochmal die italienische Bezeichnung für diesen Dialekt, Gaderano eben. Es ist einfach wichtig, das zu wissen, weil die Literatur oft italienisch ist, beziehungsweise es gibt die Zeitschrift für italienische Dialektologie, die natürlich auf Italienisch bezeichnet ist und die hat dann immer so Hinweise zu den einzelnen Dialekten, was da für neue Publikationen erschienen sind. Und da haben wir natürlich zum Dolomiten-Ladinisch viel noch auf Deutsch, weil das eben in Südtirol liegt, wo auch Deutsch eigentlich die wichtigste Sprache ist. Aber die Einteilung, weil das eine italienischsprachige Zeitschrift ist, ist halt dann immer mit den italienischen Dialektbezeichnungen. Deshalb ist es wichtig, dass man die kennt. Also Gaderano, die Dialekte des Gardatals oder Gaderano. Die wiederum unterscheiden sich in zwei Untergruppen. Das sind ja alles keine einzelnen Dialekte, sondern immer wieder Dialektgruppen und Dialektkontinua, wo sich wirklich von Ort zu Ort was ändert. Nämlich die Dialekte von Enneberg, Marimbano und die Dialekte des Abteitals, Vagliotto. Und vom Abteital kommt auch der Name Valvadia, das ist nämlich das Abteital. Aber das Abteital ist nur ein Teil des Gardatals. Also der obere Teil des Gardatals heißt Abteital. Das ganze Gardatal heißt deshalb einheimisch Valvadia, obwohl genau genommen nur der obere Teil des Abteitals, der obere Teil des Gardatals, Abteital heißt. Aber das halt sehen, die Ortsnamen sind halt nach unterschiedlicher Tradition und letztlich auch verständlich. Denn die Ladiner sitzen natürlich genau da, wo man weit ab ist. Für die ist also das ganze Tal des Abteitals und die Deutschen sehen das eben schon unten aus und deshalb nennen sie das Gardatal, weil der untere Teil Garda ist falsch. War das schon, aber ja, ich war ganz oben eigentlich.
Ja, dann das Wölter da. Kanter auch. Touristen. Die Rolle auf der Deutsch. Die fahren aber natürlich auf der Seite nicht. Deutsch oder sowas anderes. Ja, das Krötata. Und Gerdina, Gerdöna, das hat diese beiden Punkte auf dem E. Gerdinese. Dann aber das Fassata. Fascha. Einheimisch. Fasano. Dialekte heißen Fasano. Dann auch die Dialekte von Buchenstein, da musste ich erstmal nachgucken, bis ich es dann auf der Karte wieder gefunden habe. Der einheimische Name von Buchenstein ist Fodom. Und die Dialekte heißen Linalese. Also ganz anders. Das war nicht das. Einfacher ist es mit Ambezzo. Ambezzo, einheimisch Ambezzo. Ja, da sehen Sie schon sehr schön, dass die Assimilation nicht gemacht wird. Ambezzano. Also der Name der Dialekte auf Italien. Also Sie brauchen diese italienischen Dialektbezeichnungen, um die Sachen wiederzufinden. Und Sie brauchen die Ortsnamen, weil die auf den Karten auf die einheimischen Ortsnamen genannt sind. Die peripheren Dialekte haben wir schon. Jetzt haben Sie hier die Karte, da sehen Sie Südtirol im Norden, dann Trient im Süden und Belluno im Osten. Und genau an der Grenze dazwischen sind die Ladiner angesiedelt, also hier die zentralen Dialekte. Also da steht dann Valmadia, Gerdeina mit EI jetzt geschrieben. Fascia, Fodom und Ambezzo. Ja, also wie gesagt, viele kennen das vom Skifahren und merken gar nicht, dass dort eben die Einheimischen, wenn sie unter sich sind, anders sprechen. Das liegt auch daran, dass viele Deutsche meinen, die da hinkommen, wenn die unter sich sind, sprechen Italienisch, was aber unsinnig ist. So, ein paar Merkmale des Ladinischen jetzt. Können Sie sich schon denken. Gallo, Italia, ist ganz im Norden. Da gibt es natürlich Merkmale, die wir auch im Gallo-Italischen finden oder die im Gallo-Romanischen, wie man noch sagen kann. Nämlich zunächst mal die Subjektklitika. Man kann sich denken. Also klitische Subjektpronomen im Urinar, die halt obligatorisch sind, wie in der Gallo-Italia auch üblich. Ivac, ichi. Oder friaulisch, oh ei, ich habe. Und das ist dieses Ego, was zu O oder zu I wird, je nachdem. Und das ist eben das, was wir für das Gallo-Italische natürlich auch erwarten. Und von daher tut sich jetzt hier schon die Diskussion auf, ist das nicht vielleicht doch Bestandteil des Dialektkontinuums? Dann ist doch ganz gut daran. Und wir werden uns mal so ein bisschen versuchen abzugrenzen. Apokope der Auslautvokale. Auch nicht überraschendes an der ganzen Auslautvokale. Aber gut. Dann ist im Ladinischen verbreitet, aber nicht nur im Ladinischen, das ist der Auslautvokale. Die Anhebung von A in offene Silbe. So, also im Ladinischen verbreitet, die Annehmung von A in offener Silbe, das kennen Sie auch aus dem Galloromanischen. Ne? Also Naku, das ist ein schlechtes Beispiel, weil es auf Französisch gerade Lack ist, aber eben hier Leck, Leck. Das ist eigentlich auch auf Französisch. Also A in offener Silbe zu Leck. Im Ladinischen zum Teil, aber nur zum Teil, gerundete Vokale. Also U zu I, also vordere gerundete Vokale. U zu I, gut. Also auch da sehen Sie, haben Sie Merkmale, die Sie auch nach Italien kennen. Aber wie das hier schon steht, einmal
diese Schließung von A zu E ist nur im Ladinischen, auch nicht überall im Ladinischen, aber da sehr verbreitet. Und zum Teil im Ladinischen die Schließung von I. Und wir haben hier nur einen Teil des Gebiets, was solche Werte haben. Und jetzt besonders Ladinisch. Genau, das ist schon leicht vorstellbar. Das ist natürlich näher am Venetischen oder Venetischen. Und damit hat es natürlich auch weniger Gallo-Romanisch. Was natürlich dann auch die Erklärung nahelegt, dass das Ladinische sich diese Züge sozusagen von den ehemaligen Nachbardialekten geholt hat. Das Deutsche ist dann zwar irgendwann vorgedrungen und das Ladinische ganz im Runde. Ja, in ganzer Runde. Aber das könnte natürlich auch eine Erklärung sein, warum hier diese Züge zu finden sind. Oder ganz allgemein so eine areale Geschichte. Ja, wir haben hier gallo-italische Züge und an der anderen Stelle wenig. Also das ist natürlich unschön. Zum weiteren Merkmal. Naja, dass der Plural auf S endet, ist nicht überraschend. Das ist halt westromanisch. Wir sind in der Westromania. Ist Linie das Lutherini. Deshalb haben wir da auch S-Plurale. Und hier das Beispiel Las Lenges, die Sprachen, oder Les Lenges, je nachdem. Erhalte das Nexus aus Konsonantus L im Anlauf. Blanco, also Blanco ist das Etymon, was nicht wirklich lateinisch ist, sondern gesprochenes Latein. Das hier mit Sternchen versehen, weil das nicht belegt ist, das Etymon im Lateinischen. Meines Wissens, vielleicht bin ich da aber auch ganz auf der Höhe der Zeit, vielleicht gibt es da inzwischen Belege. Also Blanco, das rekonstruierte Etymon, daraus wird blank, blank weiß. Und das L wird aber nicht vokalisiert. Wir haben ja sonst in weiten Bereichen Italiens Vokalisierung. Yang dann eben, oder Bianco, oder Bianco oder so. Oder auch Rotazismus gibt es auch zum Teil, also Brand. Aber hier bleibt das L erhalten. Dafür aber, und das Blank wirkt ganz altertümlich, konservativ. Dafür aber eine Innovation, die bei der Versierung des Nexus K vor A, G und D vor A. Nicht nur im Anlauf, das ist allgemein so. Das ist schon auffällig. Ja? Auch in der Nebenfolge. Also Kasa wird zu Chase. Ja? Chase, kann man wieder sagen, ja. Ja? Das könnte auch Gallo-Italisch sein, Französisch, genau das. Aus Bucca zu Botsch, passt auch hier zum Gallo-Romanisch hin, Gallo-Romanisch, Französisch, Busch, Botsch, Gattu, Jat, das haben wir im Französischen so nicht, da ist ja Schad. Also das geht eben auf Kaktus zurück, andere Form, andere Ausgangsform, ja, aber hier Judge, das gibt es übrigens in verschiedenen Dialekten, Frankreichs auch. Ja, also Palatalisierung vor A, sehr gallo-romanisch. Ja, dann haben wir noch die Stongierungen, vor allem im Friaulischen, die mittleren offenen Vokale werden distorniert, also das offene Ä, was natürlich etymologisch, wie Sie wissen, auf lateinisches kurzes E zurückgeht. Also zum Beispiel in Septe 7. Und eigentlich Septem, das N fällt ja die klassische Zeit schon aus. Obwohl bei 7 wird es vielleicht eher erhalten. Doch. Was erklären würde, warum es in Deutschland einen Ortsnamen gibt, Sechtem am Rhein. Sechtem, das ist nämlich eigentlich Septem. Obwohl, das ist wahrscheinlich die keltische Zahl. Die auch so ähnlich, die wahrscheinlich Septem geheißen hat. Die 7 Leugen, genau, Leugen ist die gallische Meile. Ich kenne das Wort im Französisch kennen, noch aus französischen Wort Lieu. Dieses 2 Kilometer und in der Tat 14 Kilometer südlich von Köln ist 16. Basta. Also da ist vielleicht das M sogar erhalten erstmal noch. Aber es ist für uns unerheblich. Wir können also als Ausgang von Septe ansetzen und Siet ist eben das friaulische Wort für 7. Siet, wo Sie sehen,
Also das sind echt alljährlich. Genau. Sehr. Das ist schon auffällig. Und also das echt irgendwie finden. Und zwar offenbar unabhängig, ob es ein offener oder geschlossener Sinn ist. Das gleiche mit dem offenen Ohr. Kurzes O zurück. Da gibt es jetzt je nach Dialekt, je nach Mundart habe ich hier geschrieben, je nach Dialekt ist ja das gleiche, verschiedene Möglichkeiten, nämlich das O, das kurze, also jemals kurze O, oder O, jetzt zum J, Wa, Way oder Wa. Je nach Mundart, also Kiste, Kopfstar, oder Lateinisch, Weste, West. Ja, also das ist schon sehr aufwendig. Sehr seltsam. Das kennen wir auch irgendwo her. Aber wie viel ist das gar nicht, wenn man auch solche Umlaufsachen hier. Nee, oder so. Ein offener Silber eigentlich nur. Hier ist es auch ein geschlossener Silber. Stärker als die Formulierung. Und von daher schon aufwendig. Auch mittlere geschlossene Vokale liegt dann hier in älteren Finale. An der linken Linie der Monophthongierung aus. Die neueren. Also differenziert man zu neuen Langkernen. Das kann man nachweisen. Einmal heute mit Punkt von D. Einmal groß. Groß. Aber es gibt eben auch Aufzeichnungen, ältere Aufzeichnungen. Texte aus dem Friaulischen. Da gibt es halt eine gewisse Tradition. Hängt auch natürlich wieder mit der Nähe zu Venedig zusammen, wo man eben im Umland entsprechend viele Aufgaben und da gibt es halt ältere Texte. Wir können dann auch die alten Texte nehmen, dass es da die und da sind ganz einfach auch die Landvokale erklären. So, jetzt kommen wir noch zu einem anderen Phänomen und das ist natürlich auch besonders interessant. Wir können das nicht nach hinten liegen, wir packen das schon allgemein. Das Genauliche ist schon in Kontakt mit den genetischen oder genetischen Dialekten, die Marien. Und das hat natürlich dazu geführt, dass insbesondere in der Stadt, nach dem Urlieb, sich eine genauliche Variation herausgebildet hat, die sehr stark italienisch und eine italienisch beeinflusst. Das war also die Eliten von Udine haben sich einfach an die Lüge. Das gleiche Phänomen sind wir anderswo, weil das ist halt immer so eine Fruchtweise und eine Fruchtweise gibt. Also wir haben das in Frankreich. Wenn Sie sich die dialektische Stadtsprache von Lemberg anschauen, dann merken Sie, dass die Stadt nicht fängt, obwohl es ja häufig Lemberg auch die Hauptstadt ist. Und das liegt eben daran, dass es eben die Eliten von Lemberg immer am Lemberg ist. Das ist die Sprache. Dann wieder den nächsten Schritt. Die eigentlich schon in der Oberpfalz leben. Dann bringen wir irgendwie die Leute hin. Die haben sich dann wieder am Nürnberg. Die Stadt registriert. Deswegen halten sie sich in der Beziehung aus. Einmal in Nürnberg. Das ist ganz interessant.
Und das ist eben hier auch was. Die Mieten von Udine haben sich halt in der Tat ein wenig. Deshalb ist eben diese Theorie auch ein wenig genießen. Und das ist auch. Ja, dann der Sprachkontakt mit den Deutschen, das trifft insbesondere natürlich die Verbindung, aber auch die Leute. Da gibt es überall hyperanalytische Dokumentarlesungen, die mit der Linken kein gutes Problem haben. Und da gibt es aber im gesprochenen Deutsch, also insbesondere im Bayerischen, in Tirol, auf Bayerisch. Bei mir vorne hier den ersten Satz. Oh, also gut, ja, gut. Ich habe gerade gesehen, das soll in immer gerne deutschen Einsatz. Und natürlich noch interessantere und spektakuläre Besonderheiten gibt es im und diese und das ist natürlich sehr interessant. Das hat hier schon mal, wir haben einmal geeinigt, das ist ein Lösungsverfahren, das ist ein Lösungsverfahren. Das ist vielleicht sogar nicht mal die ganze Zeit. Ich meine, wenn das Kernische, also ein Kernische, direkt in der Stadt ist in Berlin, dann ist es vielleicht auch gar nicht. Weil wenn man als Slowenien denkt, dann auf den Balkan. Das ist möglich. Also hier ist Norditalien wirklich ausgesprochen interessant und das alles ist unterwegs. Und der Sprachkontakt in Norditalien ist ganz schlecht untersucht. Wir wollen da ja jetzt einen Vorstoß machen und wir machen hier möglicherweise ein Forschungsprojekt über Sprachkontakt in Norditalien. Denn also nirgendwo sind ja vorstellen, dass rätoromanisch ladinische Jahrhunderte muss mal ein geschlossenes Fach sein. Auch die Germanen in den romanischen Sprachraum, ja, wir sind da jetzt überall auf Germanen, also Deutschsprecher, verschiedene Schichten natürlich, also erstmal Deutschsprecher, die da schon im Mittelalter waren, die Zimbern und Mokin. Dann eben die Tiroler, später hingekommen, und dann auch mal auf den Sack, Ursprungsform, Hauptland in Tirol, Österreich, und damit natürlich die Stärke Hauptdeutsche, Sachsen, klar. Aber dort ist halt überall das Deutsche, es geht halt in engen Kontakt mit dem Dialekten. Auf der anderen Seite eben aber auch das Italienische, beziehungsweise aus dem italienischen Dialektkontinuum, aber auch wieder mehrere Schichten. Einmal natürlich das Dialektkontinuum, was eine Rolle spielt, also die nächste initialen Sprachpaare, die eigentlich auch schon wieder zwei Schichten. Und dann aber jetzt nicht nur das Standard-Italienische, weil das natürlich ein bisschen alles in Italien ist, und zwar auch fest in Italien ist, deswegen ist es auch die zweite Schicht. Das heißt, also alle Leute in Italien sprechen auch Italienisch. Sprache, das hat aber auch nochmal eine. Dann die Nähe zum slawischen Sprachraum, also auch nochmal, also das ist natürlich ausgesprochen. Ja, gut, damit soll meine kurze Einführung in das Ladinisch-Jaulische reichen.
Ich habe Ihnen ein Textbuch gebracht, das war sehr runtergeladen. Und da können wir uns das Ganze nochmal anmachen.